Freunde der guten Unterhaltung. Nicht, dass ihr sie hier kriegen würdet, aber hallo. Ich war gerade in der Stadt und war beim Action, weil ich ja Kerzen kaufen wollte. Und ich dachte mir, die schnellste Lösung ist tatsächlich Action. Und ich habe tatsächlich auch 3 Kerzen gekauft. Die zeige ich euch jetzt. Ich war danach noch beim Woolworths, da habe ich aber nichts gekauft. Beim Thalia war ich auch noch. Also ich war in mehreren Geschäften heute, aber ich habe nur im Thalia und im Action was gekauft. Jetzt muss ich nur die Seite finden, wo hier der Rucksack aufgeht. Ach, da. Und zwar habe ich gekauft. Glas Nummer 1 ist dieses hier. Also die Farbe von dem Glas ist jetzt Salted Caramel. Sie ist nicht unbedingt die schönste Farbe, wie ich finde. Aber die riecht unheimlich gut. Hier so einen hübschen Deckel. Der Deckel ist hübsch, aber das Glas ist so... Naja, also. Der Deckel ist so richtig schön. Und Blush Palms. Bring your fresh and natural fragrance at any time. Und es riecht einfach ganz angenehm. Pudrig. Sehr, sehr nett, finde ich. Also wirklich, riecht wirklich gut, finde ich. Deswegen diese Dufte mit. Die Farbe ist, wie gesagt, unmöglich, aber die, der Geruch ist sehr gut. Stelle ich das jetzt hin. Hier. So, dann habe ich mir eine zweite Kerze gekauft. Und zwar diese hier. Und die ist ja mal einfach nur hübsch, ne? Einfach schön. Das soll auch eine Duftkerze sein, allerdings konnte ich da nicht dran schnuppern. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was der riechen soll, ehrlich gesagt. Kriege ich denn das auf? Hier unten. Okay. So, also. Tada. Tada. Oh, die riecht aber sehr angenehm. Doch, die riecht gut. Irgendwie grün. Wie das Glas. Sie riecht wirklich irgendwie grün, so nach frischem Wald oder so. Riecht auf jeden Fall toll. Und sie sieht wunderschön aus. Also wenn das leer ist, werde ich das auf jeden Fall aufheben und vielleicht, weiß ich nicht, eine Bonbondose draus machen oder so. Irgendwie sowas. Bin ehrlich mit euch, hatte Angst, dass ich mir die alle auf dem Weg nach Hause kaputt mache. Ne? So, und dann habe ich mir noch diese hier mitgenommen, die ist auch echt unspektakulär, aber auch in so grün. Und die heißt Secret Garden. Wird auch immer, aber killert. Die riecht auch sehr frisch. Ich finde es sehr gut. Ich mag den Geruch. Ich mag die Duftkerzen von Action, weil da kriege ich auch nie Kopfschmerzen von. Von Ikea, von den Duftkerzen vor allem, kriege ich echt oft Kopfschmerzen. Deswegen Duftkerzen kaufe ich da keinen mehr. Achso, ich habe noch Batterien mitgenommen, weil ja, ich habe kaum noch Batterien. Und die Lichterketten, die fressen halt alle Batterien. Ne? So, und dann war ich, wie gesagt, noch beim Thalia kurz drin. Hoppala, sorry. Und ich habe schon mal Kalender gekauft. Für nächstes Jahr. Ach nee, ich war ja noch beim Keks, ich auch gerade. Ich habe mir nämlich dort einen Pullover mitgenommen, einen Hoodie. Der sah gut aus. Ist einfach nur ein blauer Hoodie, Boston, was steht da? River Walk Athletic Teams. Naja, aber ist einfach ein schöner blauer Hoodie, den ich mir mitgenommen habe. So, und jetzt kommen wir aber zu Thalia. Bei Thalia durfte mit natürlich für nächstes Jahr ein Eichhörnchen-Kalender. Wie soll es auch anders sein, ne? Also, so sieht der aus. Wir haben ein paar sehr süße Eichhörnchen drauf. Genau, und ein neuer Tischkalender durfte auch schon mit. Dann habe ich mir dieses Jahr mal was Hübsches gegönnt, also der vom letzten, diesem Jahr, noch 24, ist auch sehr hübsch, aber ich habe mir jetzt hier ein Dein Jahr im Einklang gekauft. So ein bisschen Namaste, Esoterik, wäre so eine Esoterik-Maus manchmal, deswegen. Also der hier durfte mit, der ist ganz hübsch. Zum Beispiel
Sieht ja so von innen aus. Ja, ich finde es ganz schön. Ist ganz gut gemacht. Und ich habe nur eine Woche auf einer Seite und auf der anderen Seite steht halt immer so ein netter Spruch. Du kannst dann auch Notizen reinschreiben, wenn du möchtest. Und finde ich ganz gut. Genau. Und ich finde ihn ganz schön. Ich mag die Sprüche. Deswegen durfte dieser hier auch mit. So viel zu meiner Ausbeute. Jetzt gerade kocht hoffentlich gleich mein Wasser in der Küche. Wir haben es nämlich jetzt schon gleich 3. Wir wollen jetzt gleich Mittag essen. Aber es könnte gut sein, dass ich das gleich nochmal kurz abbrechen muss, da ich mich mit einer lieben Zuschauerin ganz kurz treffe, da ich Leckereien bekomme. Ich freue mich. Sie hat nämlich gebacken und für sie selber wäre das zu viel. Deswegen kriege ich ein bisschen was ab. Und da freue ich mich ganz doll drüber. Genau. Deswegen, ich werde jetzt mal gucken. Sie hat gerade meinen Beitrag gelesen, den ich ihr geschickt habe. Mal gucken, wann ich zur Übergabe gehe. Ja, gut. Ich melde mich dann nochmal, wenn jetzt wieder irgendwas passiert. So, Lille, ich gehe jetzt zur Keksübergabe. Ich bin so gespannt, wie die schmecken. So, ich bin wieder zu Hause. Ich habe mich mit meinem Keksdealer getroffen. Nein, ich wurde ganz herzlich. Also, ich muss euch das zeigen, das ist wirklich. Also, erstmal habe ich super süß verpackte Kekse bekommen. Die sind selbstgemacht, die Kekse. Die schmecken nach Pumpkin Spice. Und es sind auch kleine Kürbisse. Ich mache die gleich auf und dann probieren wir einen zusammen. Und ist einfach schön. Und dann habe ich noch eine Tüte bekommen. Übrigens hier Abendsonne, deswegen Licht und so. Aber es ist der beste Platz, um Videos zu drehen momentan. Zumindest im Moment. Habe ich noch eine Tüte bekommen mit Pumpkins Bread Kuchen. Also wie Bananenbrot, nur mit Pumpkin. Und 4 Stückchen. Das ist das hier. Es sieht köstlich aus. Also, ich habe das hier bekommen. Ich musste kurz Pause machen. Und wir probieren das jetzt zusammen. Ich habe es kurz getoastet, weil es war noch tiefgefroren. Und deswegen habe ich es kurz ein bisschen angetoastet. Aber jetzt ist es nicht mehr kalt, sondern schön lauwarm, vielleicht sogar noch ein bisschen. Und jetzt probieren wir das Ganze. Also erstmal, schnuppern tut es wirklich stark nach Pumpkin Spice. Ich finde sogar Nelke dominiert sehr. Aber es ist ein köstliches Aroma. Lass mir Spucke mal zusammen. Auf geht's. Sehr lecker. Vielleicht ein bisschen zu viel für mich an Nelke drin, aber ansonsten ist es sehr lecker. Es schmeckt mir sehr gut. So, als nächstes probieren wir einen Keks. So sieht der Keks aus, so von der Seite. Ja, der riecht. Riecht gut. Es ist fast so ein bisschen, als wären die gefüllt. Super lecker. Schmeckt richtig gut. Und tatsächlich, wir hatten uns kurz unterhalten über den Zuckerguss. Ich finde, der Zuckerguss passt dazu richtig gut.
Schmeckt bestimmt auch ohne Zuckerguss, aber ich finde, der Zuckerguss ist auch richtig gut dazu, weil er nochmal so ein bisschen mehr Süße noch mit reinbringt. Sehr lecker. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich Kekse und Kürbiskuchenbrot, ich weiß nicht, wie man es wirklich nennt, bekommen habe. Aber vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr. Und ich habe mir übrigens auch einen Kakao dazu gemacht. Ist jetzt nicht die passende Tasse dafür, aber ich freue mich wirklich sehr darüber. Und es schmeckt sehr, sehr lecker. Vielen, vielen lieben Dank. Kann ich nur empfehlen. Ich kenne das Rezept leider nicht, deswegen kann ich es euch leider nicht zeigen, aber es ist sehr lecker. Kann ich empfehlen. Und ich finde es vor allen Dingen so süß, dass sie in Kürbisform auch kommen. Und der Kuchen war auch lecker. Ist beides sehr gut. Das werde ich ganz, ganz genüsslich auf der Couch essen und dabei Gilmore Girls gucken. So, Dilla. Wir haben jetzt Donnerstag und ich empfehle jetzt den Irrenhaus. Ich nutze gerade kurz die kleine Ruhepause, bevor es wieder losgeht mit Bohren. Ist ja nicht so, als hätten sie die ganze Woche nicht gebohrt. Und jetzt, wo der Ehemann Nachtdienst hatte, bohren die. Top. Ich verschwinde jetzt aber kurz zum Einkaufen. Hallo aus dem Wald. Ich hatte eigentlich davor was aufgenommen und berichtet, warum ich in den Wald gehe. Denn ich habe mich mit meiner lieben Freundin getroffen. Und nicht mit der Keksfreundin, sondern mit einer anderen Freundin. Und wir waren im Wald und haben ein bisschen Wald gebadet und die schöne Natur genossen. Genau, und deswegen dürft ihr das jetzt auch. Like a jazz improvisation. New jazz rhythm set my soul in cosmic vibration. So, ich war jetzt eine richtig schöne, große, gemütliche Runde mit meiner Freundin spazieren. Ich habe euch ja ein paar Waldaufnahmen gemacht. Nicht viele, aber zumindest ein paar. Und es war wirklich, wirklich schön. Leider kann man das mit der Kamera immer gar nicht so gut einfangen, wie das Licht da drin ist. Aber es war richtig schön. Und es war erholsam. Und jetzt gehe ich nach Hause und trinke meinen Kaffee endlich aus. Auch wenn der jetzt eiskalt sein wird. Aber ich trinke auch kalten Kaffee. Alles andere wäre Verschwendung. Genau, also gehe ich jetzt erstmal nach Hause. So, hallo, hallo. Es ist jetzt schon Samstag. Und ich habe nichts mehr gefilmt gestern. Ich habe Gilmore Girls geguckt und dann habe ich ein bisschen Computer gespielt, mit meinem Männer gequatscht und nichts Weltbewegendes also getan. Wobei, bei Gilmore Girls habe ich eine Folge gesehen, da kommt mein Name drin vor. Tante Tazi. Ich spiele euch das mal kurz ein. Dates. Und Sie sind? Ich bin Mr. Blockenpfeffer. Mittlerweile habe ich runtergeschluckt. Oh, hi, Mr. Blockenpfeffer. Ich bin Lorelei. Wissen Sie nicht mehr? Die Ihre Mutter in den Wahnsinn treibt? Genau die. Schön, Sie zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Es freut mich sehr, Luke. Ganz meinerseits, Mr. Blockenpfeffer. Kinder, ich wünsche euch einen schönen Abend. Das Gleiche wünschen wir Ihnen und grüßen Sie Mrs. Blockenpfeffer. Sie, mein Dach. Meine Tante Tazi. Eine ganz liebe Frau. Sie drücken. Ja, wie lustig, oder? Aber Tante Tazi kommt in der Serie nicht ganz so gut weg. Es ist eine sehr knuddelfreudige junge Dame. Junge Dame ist sie nicht. Es ist eine sehr knuddelfreudige Tante. Also sagen wir mal so, knuddelfreudig bin ich ja auch. Aber sie hat wohl auch ein sehr prägnantes Parfum. Das habe ich nicht. Meine Oma hat ein sehr prägnantes Parfum. Aber das mag ich nicht. Aber ist schon witzig, dass so mein Name drin vorkommt. Ich musste vor allem zweimal zurückspulen, weil ich so überlegt habe, haben die wirklich meinen Namen gesagt? Haben die wirklich meinen Namen gesagt? Wie man hört, auf den Samstag. Die ganzen Samstage waren die nie hier, ne? Und jetzt auf einmal sind sie Samstag da. Naja, gut, wir können es nicht ändern. So, kleines Buchupdate. Und zwar habe ich ja gelesen, oh, meins fast alle,
habe ich ja das, die Reihe Süßes Feenerbe gelesen. Hier Feenstaub und Schokomuffin, Zuckerwatte oder Eiscreme. Diese da. Und es war sehr lustig. Es war auch ein bisschen, also so immer so Fälle, die so plötzlich passieren. Es gab eine Toten, es gab Entführung, es gab Magie. Naja, ist ja auch eine Fee, ne? Es gab Zaubertränke, es gab Hexen. Es war ganz amüsant, muss ich sagen. Und kann man bei Kindle Unlimited umsonst lesen. Hat auch nicht so viele Seiten. Ich glaube, pro Buch sind es so 150, glaube ich. Aber kann man ruhig mal machen für zwischendurch. Und ich fand es sehr schön. Es war gut geschrieben. Es waren tatsächlich auch fast gar keine Übersetzungsfehler drin, was ich schon häufiger hatte bei solchen Büchern, dass da Übersetzungsfehler ganz, ganz schlimm drin waren. Aber in dem Fall war das wirklich richtig gut, da habe ich aus Versehen jetzt drauf gedrückt. So, ja, im Moment lese ich nichts weiter. Ich habe mich nämlich noch nicht entschieden, was ich jetzt nächstes lesen möchte, ehrlich gesagt. Aber gut, ob ich jetzt wieder ein E-Book lese oder ob ich jetzt ein richtiges Buch lese, ich bin ein bisschen unentschlossen, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt so zwei Gläser gemacht, so eins mit so Zetteln drin, auf dem einen steht drauf, also da habe ich zwei Zettel in einem Glas, das ist E-Book oder richtiges Buch ist da drin. Und dann habe ich mir ein zweites Glas gemacht und da habe ich alle meine Bücher aufgeschrieben, die ich im Regal zu stehen habe, die ich noch nicht gelesen habe. Sind halt ehrlich gesagt gar nicht so viele, deswegen kann ich das ruhig machen. Es sind, glaube ich, insgesamt 10. Also wirklich nicht so viel. Und bei E-Books würde ich mich dann einfach random für ein Buch entscheiden. Aber ich bin noch nicht so in der Stimmung dafür, ehrlich gesagt. Genau. Dann überlege ich die ganze Zeit, ob ich mir einen Kuchen backe. Ich habe am Montag Geburtstag. Und ich überlege, backe ich mir jetzt eine Torte, backe ich mir keine Torte. Aber ich glaube, ich backe mir dieses Jahr keine eigene Torte. Ich glaube, darauf habe ich dieses Jahr einfach keine Lust. Und das ist okay. Muss ja auch nicht immer Lust dazu haben, ne? Ich habe mir die ganzen anderen Jahre immer eine Torte gebacken. Ich finde, dieses Jahr kann ruhig auch mal eine gekaufte Torte her. Oder zumindest ein Stückchen Kuchen vom Bäcker. Ja. Dann, ich habe ja im letzten Video gesagt, dass ich die Buchmesse so lala fand und nicht so begeistert war und alles hier und da. Ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt? Also, dass ich die nicht gut fand, ja, das weiß ich, aber habe ich das, was ich jetzt erzählen möchte, schon erzählt? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, falls doch, müsst ihr euch das jetzt nochmal anhören. Jedenfalls hat meine Schwester zu mir gesagt, ach Mensch, ich will da auch so gerne hin nächstes Jahr. Und jetzt habe ich mich natürlich breitschlagen lassen, dann nächstes Jahr mit meiner Schwester auf die Buchmesse zu gehen. Die Termine dafür stehen sogar schon fest, wann die Buchmesse nächstes Jahr stattfindet. Deswegen konnte sie das dann jetzt quasi schon für sich planen dann auch und dann halt den Urlaub auch reingeben für nächstes Jahr dann. Und ja, dann gehe ich wohl, falls jetzt nichts dazwischen kommt, nächstes Jahr doch nochmal auf die Buchmesse. Naja, mal schauen. Vielleicht ist es dann besser. Vielleicht haben sie in der Zwischenzeit irgendwas geändert, dass man das irgendwie besser organisiert hat. Also ich weiß, dass das Jahr davor, vor diesem Jahr, sehr katastrophal war. Ich muss aber sagen, ich fand es auch dieses Jahr irgendwie nicht so. Aber gut, vielleicht ist es nächstes Jahr sehr viel besser. Wir werden sehen. Und ob das überhaupt stattfindet, ob meine Schwester wirklich kommt. Im Moment sehe ich das noch so 50-50, ehrlich gesagt. Ja, apropos Schwester. Leider findet unser Buchkalender doch nicht statt. Aber gut, ist nicht weiter schlimm. Dafür machen wir irgendwas anderes Schönes. Mal gucken. Ja, ich habe auch schon mal geguckt, was ich für einen Kalender mir vielleicht kaufen möchte. Aber ehrlich gesagt, bin ich da so ein bisschen ratlos. Ich glaube, es wird ein ganz normaler Schoki-Kalender. Da können wir mal nur einen Schoki-Kalender miteinander auspacken. Aber naja, gut. Was anderes fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Genau.
So, habe ich jetzt sonst noch was? Lass mich mal überlegen. Ich glaube nicht. Jetzt sind die Handwerker wieder ruhig, ne? Die bohren so und dann machen sie irgendwie so gefühlt eine halbe, dreiviertel Stunde gar nichts. Und dann bohren sie wieder. Das ist ein bisschen nervtötend. Aber naja, gut. Wenigstens morgen ist es ruhig. Ich meine, da ist ja schließlich Sonntag. Wenn da einer bohrt, den mache ich einen Korb kürzer. Ja, gut. Da mir jetzt auch spontan nichts weiter einfällt, was ich dir jetzt noch erzählen könnte, würde ich sagen, beende ich dieses Video jetzt. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Sonntag. Lass es dir dolle gut gehen. Wir sehen uns ganz bald wieder und pass schön auf dich auf. Tschüss!